ihr Lieben, ich habe schon lange, seit Anfang Jahre, noch nicht ihr Livestream gemacht. Und dieses Video ist das erste Video, wo ich für dieses Jahr 2020 gemacht habe. Und zuerst möchte ich gerne an alles euch eine wünschen für neue Jahre mit viel Glück, viel Gesundheit und erfolgreich. Und es wird eine wunderbare Jahre für uns. Nun ist die Januarmonat ist auch schon vorbei und Anfang Februar. Das geht ganz schnell. Ein Monat ist weg. Und wenn ich zurückschaue, weil habe ich letzte Zeit sehr viel Projekte für mich gestalten, damit ich hoffe, dass ich meine Projekte erfüllt wird und habe ich auch viel für euch weiterzugeben. Und es gibt immer die Fragen, was machst du, wie machst du und möchte ich in diesem Video zeigen und erklären, welche Menschen zu mir finden, weil ist das nicht nur einfach, die kommen zum Wellness und zum Massage oder zum Entspannung, sondern ich sage, nachdem dieser Jumali-Heilung, wo ich entwickeln oder durch diese Gesichtsreflexzone, das kommt so viel heraus und das zieht auch sehr viele Menschen, die zu mir kommen. Und also ist sehr bunt, also nicht nur eine Richtung, sondern ich glaube auch darauf, die Menschen ist sehr Multidimension und dann ist man Vielfältigkeit. Ja, und nun erstmal möchte ich auch gerne zeigen, welche Menschen, die zu mir kommen oder die finden zu mir. Die Menschen, die sich selbst nicht lieben oder schön finden, weil sie sich nur über den Körper definiert und ihre Seele nicht spüren. Sobald die Seele entdecken wird, strahle die innere Schönheit nach außen und man kann sich auch wieder selbst lieben. Ganz einfach so, wie man ist. Das bewirkt auch bei den Mitmenschen, dass man plötzlich wahrgenommen, geliebt und akzeptiert wird. Ganz einfach so, wie man ist. Zweite, die Menschen, die ihre Vorleben kennenlernen möchten, um ihr jetziges Leben besser verstehen zu lernen und somit mehr selbstbewusst entwickeln. Dritte, Menschen, die ernsthaft aufhören wollen zu rauchen oder ihr Gewicht reduziert möchten, die lernen möchten, dass sie mehr sind als nur ihre Körper. Spürt man erst die Schönheit der eigenen Seele, kann man das nach außen bringen. Vierte, die Menschen, die in einer schwierigen Lebenssituation, die das Gefühl haben, von unbewussten Blockaden und Sabotageprogrammen behindert zu werden. Fünfte, die sich mit ihrer Kindheit Erlebnisse, innere Kind aussöhnen möchten, um ihr Leben, Plan und die Lebensfreude wieder zu finden. Sechste, Menschen, die ein neues, glückliches Leben beginnen möchten, indem sie alles Alte und Belastende aufarbeiten, harmonisieren und hinter sich lassen. Siebte, Menschen, die
eine geliebte Person verloren haben und ihre Trauer verarbeiten möchten, indem sie noch ein letztes Mal mit ihr sprechen und sehen, dass es ihr gut geht. Achte Menschen auf dem spirituellen Weg, die das Gefühl haben, auf dem Blatt zu treten. Neue Menschen, die bereit sind, neue Weg zu gehen und einfach nur einen Schub in die richtige Richtung oder Starthilfe brauchen. Sind Paare oder Familienmitglieder in Krise oder Stress, die bereit sind, neue Wege zu gehen und gemeinsam zu einer Sitzung kommen möchten. Zu meinen verschiedenen Workshops, Vorlesungen, Messe, Seminare für Selbsterkenntnis, Selbstentdecken, Selbstheilung, Persönlichkeitsentwicklung. Also das war in letzten Jahren so viele verschiedene Menschen zu mir kommen und das entwickle ich immer weiter und immer weiter. Dadurch bin ich sehr, sehr dankbar für diese Gabe, wo ich bekommen habe und weitergeben kann. Durch die Workshops, die Seminare. Ja, und ich freue mich auch darauf, dass ihr so meine Workshop, ich nenne ein paar Termine in die halbe diese Quartal. Also am Freitag, 21. Februar um 19 Uhr in meiner Praxis auf Sylt die Workshop für Wiener Massage, die Übungen, 12 Übungen. Am Samstag, 29. Februar um 15 Uhr in Nibui, meine Praxis in Nibui. Auch die Wiener Massage, 12 Übungen. Am Wochenende Seminar, 14. und 15. März, 2 Tage Seminar für Gesicht, Massage. Am 28. und 29. März, 2 Tage Sitzen, Gesichtsreflexionen, Seminare. Und am 22. Die Heiser Messe in Glücksburg. Und ich habe um 17 Uhr einen Vortrag da. So, und nun möchte ich auch gerne eine kleine Meditation mit euch zusammen. Mit dieser Meditation können Sie mit gekreuzten Beinen auf dem Boden sitzen oder sich auf einem Stuhl entspannen. Sie können diese Meditation jederzeit meditieren, wenn Sie sich wohl fühlen. Jedes Bild, das in Ihrem Kopf erscheint oder nicht, hat einen Grund. Sie müssen sich nur Zeit, Vertrauen und Ausdauer lassen, um die Tür zu Ihrem Herzen noch öfter zu öffnen. Glauben Sie alles immer, dass die Antwort ist bereit in dir. Du musst sie nur finden. Meditation des Herzens. Vielleicht haben Sie Aussagen gehört wie: Hör auf die Stimme dein Herzen. Oder glaube an deine Intuition in deinem Herzen. Lass dich von deinem Herzen leiten. Sie fühlen sich jedoch immer verängstigt oder verwirrt, weil sie nicht wissen, was die Stimme des Herzens ist
oder welche Ängste vom Verstand angezogen werden, wodurch sich ihr Herz angespannt und verärgert anfühlt. Sie möchten auf ihre inneren Gefühle hören und befürchten, dass sie sich in die falsche Richtung führen. Sie denken, dass sie vielleicht den Verstand glauben sollten, sicherer sein wie jeder andere. Aber dann bist du immer nicht glücklich oder verwirrt, als ob dir etwas wichtiger fällt. Wie lange hast du keine Zeit damit verbracht, deinen Herzschlag zu spüren? Wie lange hast du gedacht, dass dein Herz so emotional ist, damit ist alles ruiniert? Wie lange hast du auch gehört, dass der schlichten Schönheit wie ein paar Blumen oder getrocknete Blätter zu flattern? Wie lange hast du die zerbrechlichen, schwachen Gefühle in dir nicht angenommen, ohne sie zu beurteilen oder zu bewerten? Wenn sich jemand dieses Gefühl hatten, diese Fragen, dann ist die Meditation über das Herz möglicherweise die richtige Meditation für dich. Meditation fühlt dich in dem Herzenraum, Raumsymbole, die ihre innere Welt widerspiegeln, helfen für dich, tief mit dir selbst zu verbinden. Nur wenn du tief mit dir selber verbunden bist, du glaubst wirklich und hörst auch die Stimme des Herzens. Nur wenn du dich verstehst, wirst du frei von Angst sein, identifiziert nicht die Intelligenz des Herzens mit dem Ängste, die unsichtbare Angst, die der Verstand erzeugt. Nur wenn du tief mit dir selbst verbunden bist, so können sich mit den Menschen verbinden, die dich lieben, mit dem sie leben in vollen Zügen und dich können lieben und Erfüllung von einfachen Dingen fühlen, Liebste des Lebens. Also, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und ich freue mich auf euch. Alles, alles Liebe, euer Mi.